Sieht euer Inventar in Baldur's Gate 3 auch so aus? Das muss nicht sein. Der Schlüssel fürs Inventarmanagement sind die zahlreichen Behälter, die ihr im Spiel findet. Standardmäßig hat euer Charakter einen Schlüsselbund, Alchemiebeutel und Proviantrucksack dabei. Wenn ihr aber einen weiteren Beutel findet, könnt ihr darin zum Beispiel alle eure Schriftrollen lagern. Die Behälter könnt ihr auch in eure Hotbar legen. Mit der Steuerung oder Shift-Taste könnt ihr außerdem mehrere Items auf einmal markieren und sie gleichzeitig bewegen, in euer Lager schicken oder zu euren Waren hinzufügen. Beim nächsten Händler könnt ihr dann ganz einfach über die Schaltfläche alle Waren verkaufen, den gesamten Krempel auf einmal los. Werden. Vorausgesetzt, ihr findet einen, der genug Geld hat, um euch eine Wagenladung Goblinschwerter abzukaufen.